Und wir sind bei Kaspers Stippvisite, dem Gesundheitsmagazin von Sonnenklar TV. Und heute sind wir im idyllischen Fichtelgebirge. Und meine erste Frage geht an Björn Kasper. Björn, wo sitzt du da eigentlich? Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Servus nach München. Kasper auf Visite ist wieder unterwegs und schaut sich nach Themen um, rund um gesund werden, gesund bleiben und genießen. Und ich bin jetzt in Weißenstadt. Hier habe ich einen echten Diamanten gefunden. 100.000 Quadratmeter Gesundheitsoase. Ich bin im Siebenquell Gesund-Zeit-Ressort. Und neben mir die Diana Zetzer, Gästebetreuerin und gute Seele des Hauses. Frau Zetzer, Weißenstadt, wo liegt das eigentlich? Ich wusste das vorher gar nicht. Ja, wunderschönen guten Morgen. Weißenstadt liegt im Herzen des Fichtelgebirges. Ich sage mal so 35 Minuten von Bayreuth entfernt, circa eine Stunde von Nürnberg entfernt und zweieinhalb Stunden von München entfernt. Jetzt sind wir hier im Siebenquell, Gesund-Zeit-Ressort. Womit beschäftigen Sie sich hier? Also was machen Sie hier auf 100.000 Quadratmeter alles? Ja, bei uns spielt sich alles rund um Wasser ab, also Spa, ne? Diese Gesundheit durch Wasser. Wir sind ja jetzt hier in der Gesundzeitreise. Das ist eine Zeitreise durch jahrtausendalte Beta-Kulturen, wunderschön angelegt mit diesen tollen Wandmalereien. Und ich sag mal, hier kann man sich auf eine Zeitreise durch die verschiedenen Badekulturen begeben. Das ist das, was wir hier vorne sehen, also ganz verschiedene Badekulturen haben Sie. Genau, da gibt es einmal den Einstieg, wenn man das wirklich als Zeitreise nimmt, so in dieses Sandlichtbad, wo man wunderschön im warmen Sand liegt. Dann weiter über die verschiedenen Heil- und Mineralienbäder, zum Beispiel Calcium, Lithium, das ja für die Stimmung oder für den Stimmungsaufhellungseffekt dasteht. Weiter über das Jod-Selen-Bad. Viele sagen immer, das ist das Bad, wo ich reingehe und hinterher rauskomme und ich bin verjüngt. Also das sagen wirklich Gäste. Und ja, ich muss dann immer lachen. Also so ist natürlich der Effekt nicht, dass man rausgeht und 20 Jahre jünger ist. Und über das Zinkbasenbad. Aber das absolute Highlight, da befinden wir uns hier im Mineralienschwebebad. Ich habe gestern schon mit ganz vielen Gästen hier in dem Hause gesprochen und die sagten wirklich, das ist ein absolutes Highlight, wo wir jetzt hier sitzen. Sowas hätten Sie noch nicht gesehen. Erzählen Sie uns ein bisschen was über dieses Becken. Ja, das ist wirklich, also die Gesundzeitreise ist das Herzstück des Hauses. Und dieses Becken, also ich persönlich finde das, ja, es gibt es so in dieser Form nicht. Also es ist für mich weltweit einzigartig, mit dieser, ich sag, hinter uns sehen wir das ganz wunderbar, diesen Fulldom 360 Grad. Dann haben wir eine Liquid-Sound-Anlage. Also wir haben hier die gleichen Zusammensetzungen wie im Toten Meer. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so wie im Toten Meer, dass sie da drauf schweben wie auf einem, also wie ein Brett, sondern sie werden leicht abgesenkt. Der Salzgehalt ist nicht ganz so hoch und sie floaten und hören dabei die Unterwassermusik, die wir vielleicht jetzt hier ein bisschen laut hören, aber unter Wasser, das ist wie Meditation, das ist der absolute Wahnsinn. Für wen ist das geeignet? Also was macht es gesundheitlich für mich, so ein Becken? Vielleicht zur ersten Frage. Also generell ist es für die Gesundheitsreise allgemein für Personen ab 16 Jahren. Ne? Mhm. Und dieses Becken oder auch alle anderen Becken, das kann jeder ab 16 nutzen, der einfach was für seine Gesundheit machen möchte, der sich entspannen möchte, der einfach sich was Gutes tun möchte, der so ein bisschen entschleunigen möchte. Gerade auch dieses Mineralienschwebebad dient wirklich der Entschleunigung. Sie legen sich da rein, floaten, nicht länger als 20 Minuten, weil wie gesagt der Mineraliengehalt hier sehr hoch ist. Und ja, das weiß man vielleicht auch, das Wasser trägt, das heißt, die Gelenke werden entlastet. Und ja, ich muss es einfach nochmal sagen, dieser meditative Effekt mit der Musik, es ist einfach, es ist ein Traum. Also. Ich habe unterschiedliche Gäste gestern gehört, es sind welche da, die machen 2 Tage, weil sie sich hier eine Auszeit gönnen, oder manche, die auch länger hier sind. Was empfehlen Sie, welche Aufenthaltsdauer? Generell, sag ich mal so, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, die Anlage ist sehr, sehr groß. Sie können bei 1 oder 2 Tagen mal reinschnuppern, werden aber nie das volle komplett erfassen können. Wir haben so viele Dinge, die wir hier anbieten. Ich sage, es gibt einfach Leute, die hier aus dem Umkreis kommen, die können natürlich an einem Tag mal reinschnuppern, ne? Und kommen auch immer wieder und würden dadurch das Resort besser kennenlernen. Generell liegt alles zwischen einer Woche, 2 Wochen. Also ich empfehle einfach, wiederzukommen, weil dann wieder neue Dinge entdeckt werden, was Sie in einem Tag niemals erfassen können hier.
Ja, also ich konnte gestern schon alles nicht sehen bei 100.000 Quadratmeter, alles rund um Gesundheit. Wo kann ich mich informieren? Sie haben verschiedene Arrangements auf der Internetseite. Ja, also erstmal natürlich über die Homepage, das Klassische von heute, www.siebenquell.com. Oder einfach anrufen. Also wir haben so versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einfach anrufen, wir reden miteinander, können die Fragen beantworten, auf ihre Wünsche eingehen. Das wäre das, was ich Ihnen empfehlen würde. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, das Gesund-Zeitressort in Siebenquell in Weißenstadt am See. Ich bin total beeindruckt und eine Reise hierhin lohnt sich auf jeden Fall. Mal 2 Tage einfach die Seele baumeln lassen oder sich eine längere Auszeit vom Tagesstress gönnen. Hier schaffen Sie das auf jeden Fall, meine Empfehlung. Und ich würde sagen, ich lasse mich jetzt einfach mal ein bisschen treiben hier. Das finde ich super. Viel Spaß. Oh, ich auch. Sich treiben lassen, eine Auszeit finden und wer mehr dazu wissen möchte, geht bitte auf die Internetseite siebenquell.com, findet dort tolle Angebote, auch das komplette Spektrum dessen, was hier angeboten wird, gelegen im idyllischen Fichtelgebirge. Gesundheit, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, sind Sie immer richtig bei Kaspers auf Visite.